Ich persönlich bin ein riesen Heller von Sinnen-Fan. Ich habe schon eine Maßgabe für mich. Wenn unter den ersten drei Fragen keine Frage ist, die ich A noch nicht gehört habe und die mich B wirklich dazu inspiriert, mit Joe Weil ein Gespräch zu führen, werde ich pfeifen auf zwei Finger, kann ich sehr gut, und sagen, junge Männer, holt die dicke Tante raus aus dem Bällebad, ich bin gelangweilt. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, was ich erwarten muss heute. Das erste Mal mit Heller hier im Bällebad und ich glaube, es kann theoretisch alles passieren. Ich habe ja heimlich gehofft, ich setze mich hier rein und ihr werft die Bälle über mich. Aber das geht so, ja, wunderbar. Sitzt du bequem? Noch nicht, Moment. So, ich bin parat. Können wir? Ja. Dann erstmal Prost. Prost, Schatz. Prost. Danke für die Einladung. Ich freue mich mega, wirklich mega, dass du mein erster Gast hier im Bällebad bist. Du bist tatsächlich die absolute Heldin meiner Jugend. Weil, und das ist wirklich für mich eine ganz prägende Sache gewesen, ich wusste früh, ich will Schauspieler werden. Okay. Aber erst als ich heimlich zu Hause Alles, nichts, oder gesehen habe, damals im Schlafzimmer meiner Eltern, habe ich gemerkt, nee, ich glaube, ich möchte einfach Leute unterhalten. Ich habe Bock drauf, was zu machen, was so bunt ist, was so laut ist, was so anders ist. Moment, du hast heimlich im Schlafzimmer deiner Eltern Alles, nichts, oder gesehen. Deine Eltern lagen im Schlafzimmer, haben am Ende die waren natürlich nicht im Schlafzimmer. Und du hast dich da reingekrabbelt und hast unterm Bett Alles, nichts, oder gesehen. Hallo? Weißt du, in einem Moment hast du meine komplette zerstörte Jugend schon aufgedeckt. Bah! So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder. Alles, nichts, oder? Wir begrüßen auch Sie zu Hause ganz herzlich. Schön, dass Sie wieder da sind. Wir hoffen, dass es eine lustige Sendung wird. Und wir werden versuchen, wieder einiges dazu beizutragen. Nicht wahr? Frau von Sinnen, haben Sie... Bist du denn Entertainer und Moderator auch geworden? Guck es dir an. Ich bin 40 Jahre, sitze in einem Bällebad in einem Kalkergebäude. Mit dir, der Heldin meiner Jugend. Natürlich hat mich das beeinflusst. Was für eine geile Idee. Aber hast du Ja gesagt oder hast du zu den Leuten gesagt, wollt ihr mich verarschen? Also, dieses RTL kam ja 84 nach Köln und im April 88 habe ich mit dem Hugo angefangen, das zu machen. Und dann bin ich in die Kantine rein, das ist die Legende. Hallo, mein Name ist Hella von Sinnen, ich bin lesbisch und Hugo sagte, ich auch. Und dann haben wir halt das zusammen gemacht, dann haben wir uns erstmal hingesetzt. Und dann sagte Winnie, so, und wir wollen, dass ihr euch zum Schluss Torten ins Gesicht schmeißen lasst. Das heißt, ich hatte praktisch schon zugesagt, bevor ich das hörte. Okay. Und dann habe ich gedacht, was ist das denn für eine Scheiße? Und dann weiß ich aber noch genau, dann haben wir einen Probelauf gemacht mit echten Schwarzwälder Kirschtorten. Und ich bekam die Kirschen also auch ins Auge und sagte, Kinder, also so geht's ja nun gar nicht. Also ich finde die Nummer mit den Torten eh schon scheiße, aber wenn, dann muss es ja wenigstens so sein, dass ich hier nicht mit zerbeultem Gesicht aus der Sendung rausgehe. Danach haben Special Effect Menschen diese Torten mit Eischaum und Farbe angefertigt, damit wir das besser wechseln konnten. Und dann ist eine Zeit der ungeheuerlichen Kreativität losgegangen. Wir haben am Tisch gesessen, was rede ich, wir haben in der Kneipe gesessen. Wir haben uns betrunken und haben gesagt, Bata Illich kommt zu Gast, was machen wir? Ein Mu. Ich habe den Eindruck, hier das beide macht immer, der will mich melken, der Mann will mich melken. Aber ich lasse den Mann mich nicht melken. Haben Sie schon das Glöckchen? Tschakataka, tschakataka, nach Paris, verstaunste. Es war eine Zeit der reinen Freude und der reinen Kreativität. Und der Effekt war doch immer ein unfassbar großer Unterhaltungswert. Weil ich glaube, dass sowohl die Branche wie auch die Zuschauer das sehr testieren, ihr seid ein gutes Couple. Ihr seid ein Jude und eine Lesbe und ihr habt euch alles getraut und nix. Ne? So. Mhm. Das war ja der Punkt der Unterhaltung. Das war absolut unberechenbar als Zuschauer. Und das ist ja auch das, was einen heutzutage in der Unterhaltungsbranche sehr anschnarcht, wenn man immer das Gefühl hat, alle Moderatoren haben irgendwie so einen Pin im Ohr oder gucken auf den Teleprompter und lesen ihre vermeintlichen Pointen ab. Wir waren in einer Weise spontan, haben uns in einer Weise gegenseitig befeuert und hochgeschaukelt und es kam aus uns. Und das war diese Authentizität, die Menschen wirklich begeistert hat. Das ist der Punkt eins. Aber was mich heutzutage viel mehr beeindruckt, ist eigentlich das, was ich als Mädchen, als Frau, als Dicke und als Lesbe für die Frauen in dieser
Zonen getan habe. Auch für die Unterhaltung mit Hugo. Aber ich als Heller auch für die Frauen. Denn plötzlich war da eine dicke Frau und die hat sich auch noch getraut zu sagen, übrigens, ich bin dann mal lesbisch. Und das gab es bis zu dem Zeitpunkt nicht. Und das ist, glaube ich, wenn ich dereinst vom Himmelspölz hier stehe, wie der Kölner sagen würde, dann lässt der Petrus mich da rein dafür, dass ich jungen Frauen, dicken Mädchen, Hausfrauen, Konfektionsgröße 48, Mut und Gelassenheit und Selbstvertrauen vermittelt habe, weil ich da meinen Kasper da mit dem Hugo gemacht habe. Das ist das, worüber ich mich so freue. Dass das für mich eine Selbstverständlichkeit war, zu sagen, ich habe noch keine Diät gemacht, ich wiege 95 Kilo, ich bin hier, nehmt mich, wie ich bin. Das habe ich mir nicht vorgenommen. So war ich privat, so war ich aber auch vor laufender Kamera. Und das ist ja das, was, glaube ich, heute immer noch funktioniert. Die Leute wissen, wo Heller draufsteht, ist auch Heller drin. Ne? Keiner hat den Eindruck, ach, das haben die der geschrieben oder das will die gar, das meint die gar nicht so. Alle wissen, und dafür können sie mich auch hassen, ne? Aber viele lieben mich auch dafür, weil ich den Eindruck vermittle, dass es mir gut geht. Und es geht mir auch gut, weil ich mich liebe. Gut, Hella, ich weiß, du willst gleich noch ins Kino, das hast du mir verraten. Letzte Frage. Guckst du Trash-TV, sowas, Dschungelcamp, Promi Big Brother, magst du so Formate? Nein. Also ich habe Dschungel natürlich gesehen, als Dirk Bach noch lebte. Mhm. Und seit seinem Tod habe ich das nicht einmal mehr angeschaut. Und Promi Big Brother, die erste Staffel, das Stinknormale mit Zlatko und Jürgen, da waren Conny und ich hysterisch. Ich schwöre dir bei meinem Leben, da sind wir in die Stammkneipe von diesem Jürgen damals gefahren und haben eine Folge live mit den anderen. Also so hysterisch waren wir. Also als das noch ganz ursprüngliches Format war, habe ich das, konnte ich mich dem leider nicht entziehen. Also es war rührend. Es hat mich damals total geflasht. Und dass es so rührend würde, da wollte ich nämlich eben drauf hinaus. Wenn du ins Big Brother Haus gesteckt würdest und man sagt, du darfst dir 5 prominente Kolleginnen und Kollegen aussuchen, mit denen du da eingepfercht wirst, wer wäre das? Also erstmal möchte ich vorweg sagen, wenn ich in dieses Format gehe, geht es mir sehr schlecht, dann habe ich kein Geld mehr. Das vorweg. Ne? Okay. Deswegen bitte, lieber Gott, mach, dass ich niemals in so einem Format sein muss. Also, ich sag Bohlen Becker, so 2 so Alpha-Bürschlein, finde ich sehr spannend. Ja gut, eine Barbara Schöneberger kannst du immer gebrauchen. Ne? Barbara Babsi kannst du immer gebrauchen. Die ist witzig, die ist klug, die ist spontan. Und ich sage jetzt mal Margie Kinski, weil die ist eine Mutter, die ist gelassen, die hat 5 Söhne, die ist super witzig und die hat das Herz auf dem richtigen Fleck. Das heißt, wenn da Beef ist im Haus, dann wird die richtigen Wörter finden. Schöneberger, Kinski, Bohlen, Becker, Helly. Gut. Wenn ich dich jemals in dieser Konstellation im Fernsehen sehe, dann weiß ich, es geht mir ganz schlecht und komme vorbei und hol dich raus. So, es geht mir ganz schlecht. Und wenn du gern Geld hast, dann hol mir einen Kasten eisengekühltes Kölsch und eine Packung Zigaretten und sag, Helly, ich bin bei dir. Du bist die Heldin meiner Jugend. So machen wir das. Ich kaufe dich frei und jetzt sage ich ja. Danke, danke, dass du hier warst, Hella. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Und jetzt ab ins Kino mit dir. Los. Nee, ich bleib jetzt hier die ganze Nacht, Kinder. Gut, dann müsst ihr uns Planet der Affen irgendwie herholen. Kriegen wir das? Überlege mir jetzt nur noch, ob ich einen roten Ball zu kriegen. Nein, der blaue geht ja nicht. Hier, der sieht echt doof aus, nimm den roten. Es war als erster Talk, den wir hier in diesem Bällebad haben, durchaus mit einer gewissen Aufregung für mich verbunden. Und die ersten 5 Minuten, muss ich gestehen, hatte ich so ein bisschen Angst. Und dann war es tatsächlich so, dass Hella total cool war. Ich fand sie super, sie hat ganz offen geredet über sich, über ihr Leben. Und ich habe hier, ich weiß nicht, ob man es noch sieht, einen Kuss von Hella bekommen. Ich weiß nicht, ihr habt das ja so kurz zusammengeschnitten. Wir haben hier, glaube ich, 18 Stunden geredet und 25 warme Kölsch getrunken. Und jetzt lege ich mich so lange in meinem Bällebad schlafen. Ich komme hier gerade nicht mehr raus.